Das war die Betriebsrätekonferenz für die Metallindustrie Niederösterreich, Wien und Burgenland, um den Kolleginnen und Kollegen eben den Verhandlungsstand, wie er sich derzeit präsentiert, zu vermitteln und notwendige Beschlüsse zu fassen. Es bröselt daran, dass die Arbeitgeber nicht bereit sind, den wirtschaftlichen Erfolg abzugelten. Das Problem ist, dass die Arbeitgeber einfach nicht auf die Forderungen der Betriebsrätinnen und Betriebsräte eingehen. Ich glaube, dass es an der Zeit ist, die wirtschaftliche Lage ist extrem gut. Ja. Die Firmen in der Metallindustrie boomen, Auftragsbücher sind voll. Jetzt sind wir auch mal dran, wir wollen plus 4%. Wir fordern, dass wir eigentlich dementsprechend einmal wieder was im Geldsackel spüren, dass eben der Aufschwung auch bei uns ankommt und dass auch das Rahmenrecht beibehalten bleibt, so wie es ist und auch ausgebaut wird. Wir fordern 4% plus für Gehalt und Lohn. Wir fordern mehr Geld für Lehrlinge. Wir fordern Gerechtigkeit, Karenzzeitenanrechnung, Papamonat. Wir fordern höhere Dienstreise, Aufwandsentschädigung. Wir fordern höhere Schichtzulagen.